Weist der mir die Hand ab oder darf man den streicheln? Bitte? Weist der mir die Hand ab? Nein, überhaupt nicht. Ganz harmlos. Der sieht nur komisch aus. Ganz harmlos. Lotus kann sein, E-Type kann sein, Ford Mustang kann sein oder Porsche Speedster kann sein. Ja, der Porsche Speedster, der ja? Lacht mich schon am meisten an. Hört sich auch schön an, sieht schön aus, ist schlicht und fährt schön. Der hat wie viel PS? Bitte? Wie viel PS hatte der damals? 89, genau wie das Original. Also hat 89 PS. Ja. Und dadurch, dass das Ding ja nur, was weiß ich, 500 Kilo wiegt, ja, dadurch hat das macht das durchaus Laune auch. Also die Garage ist leider ein bisschen zu klein. Auf der anderen Seite hindert es mich vielleicht auch daran, mir zu viele zuzulegen. Ehrlich gesagt stehen die leider die meiste Zeit rum. Das ist eigentlich landschaftlich sehr schön oder wäre sehr schön, da bei mir zu Hause in der Schweiz damit rumzufahren. Aber ich komm wenig dazu. Ich habe 3 Kinder, also eine Großfamilie zu Hause. Und da ist natürlich wichtiger, die Zeit mit den Kindern zu verbringen. Aber ehrlich gesagt freue ich mich schon, wenn ich einfach nur durch die Garage gehe und schlendere und mir die Autos anschaue. Und wenn du das Licht anlässt? Heute Abend, dann ist irgendwann Schicht, weil das Auto summt und pfeift kein Liedchen, wie das ein modernes Auto tut, sondern es hat einfach irgendwann die Batterie leer. Batterie ist vorne im Kofferraum ganz unten drin, falls da irgendwas wäre. Gibt es irgendeinen Favoriten von den Leuten, die hinkommen? Ist ein Auto, was am gefragtesten ist? Oder? E-Type, Citroën DS, ja. Karmann, der kleine, Käfer Cabrio. Also das sind so die Alpha Spider, das sind so die wir halt alle kennen irgendwie. Ne? Bei den Autos steht für mich die Optik ganz klar im Vordergrund. Also ich würde mir oder habe mir auch schon so ein Auto gekauft, ohne wirklich Probe gefahren zu sein. Also das Fahrerlebnis steht für mich dann ein bisschen im Hintergrund. Natürlich ist es nochmal ein Plus, wenn ich das Auto gut fährt, einen guten Sound hat, das gehört dazu. Aber das Fahrerlebnis kannst du sowieso mit dem Rennwagen oder mit dem Formel-1-Auto nicht vergleichen. Deswegen ist das zweitrangig. War sensationell. Ich wollte schon immer mal mit so einem alten Porsche fahren, das habe ich bis jetzt noch nicht getan. Und das durch Berlin zu machen, war natürlich außergewöhnlich. Das Wetter hat auch mitgespielt, das kann man hier in Berlin nicht garantieren, aber es hat perfekt gepasst. Es war eigentlich ursprünglich geplant, bei diesen City-Apartments eher alleine oder mit der Freundin zu kommen, aber in den Großstädten ist so ein großes Angebot, da kann man gerne auch mal mit der Familie vorbeikommen.